So, wir sind angekommen hier. Irgendwo hier, keine Ahnung, so richtig das Schloss, wo wir hin wollten, ist es noch nicht. Aber wir haben irgendwas anderes neu gefunden. Gucken wir uns natürlich auch an. Zeig's euch mal ein bisschen. Keine Ahnung, auch irgendwelche verlassenen Orte. Der Alex ist schon wieder verschwunden. Ja, da gehen wir mal rein. Auch hier so ein kaputtes Haus hier. Gucken wir uns einfach mal an. Meine Taschenlampe noch auspacken. Na, hier sieht es ja auch schon schön vermüllt aus. Tja. Heißt wie man. Was sind hier? Oh, hier sind. Oh, sensible Daten, das werden wir nicht filmen. Die ganzen Briefe hier auf dem Fußboden. Ja, da sind wichtige Briefe für irgendwas. Das können wir nicht filmen, das machen wir nicht. Sonst muss man das bloß verpixeln und da ich noch so. Ja, am besten nur erwähnst du die Adresse. Ja, nix. Ist der Peter, mehr so eigentlich. Der Peter, ja. Der Peter. Was sieht denn das aus hier? Ah, hier stinkt so schön nach Schimmel. Ey, was wir heute an Mücken treffen, wa? Alex, so unglaublich. Was ist das hier? Ja, so eine schöne alte Kinderstuhl hier noch. Ne, brauchst du den noch? Ne, wir haben den. Gut. Ja, sein können. Ich will jetzt mal eine Pfandflasche. Oh ja. Mike, hier könntest du schön Pfand sammeln. Du alter Flaschensammler. Die auch gern für Müll, hier kommt ja einer durch. Ja. Da Raum, ist alles zu hier. Oh ja, ist ja schön zu. Okay, jetzt haben wir noch eine zweite Etage. Wartet mal. Keine Ahnung, was mit Kacheln, vielleicht Küche, Bad würde ich sagen. Hier hängt ein Spiegel. Ja, na, da gehen wir ja auch gleich hin. Überall Scheiße hier, überall haben sie geschissen. Scheiße? Das ist ja eklig. Na, das wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall ist hier aber auch kein Strom mehr drauf. Wenn ich mir den Kasten so angucke. Ist ja wirklich eine Vermüllung hier. Das ist richtig Müll hier. Du musst dir den Kopf aufpassen, das ist hier nicht stimmt. Jo. Guck mal noch in den Raum rein hier. Achso, hier ist auch eine nackte Halsband. Oh nee, das kann ich nicht vorlesen. Komm mal her, Herr Schneider. Leute, das kann ich euch nicht zeigen und auch nicht vorlesen. Das geht ja sehr in die Nude-Richtung, sag ich jetzt mal. Na warte mal, wir sind doch ja nicht fertig, Alex. Du rennst schon hoch. Nochmal sowas. Komm mal nochmal runter. Nee, komm mal nochmal runter. Schöne Bilder führen. Kannst dir schöne Bilder angucken. Hotel Palace, was für ein Ding? Megiorato, keine Ahnung. Beinahe weg daneben getreten. Alle Dokumente.
2003. 2003? Echt, das zieht hier. Der Kühlschrank wurde hier gelagert. Hier ist der Boden aber hoch. Oha, Herr Schneider. Die T-Shirts hier noch. San Francisco. Ja, was hat sich hier was abgespielt? Was ist denn das für eine Maschine? Ich weiß es nicht. Kenne ich nicht. Was ist das hier? Ach, Heidi. Nochmal weiter hier zu der Bukake-Bilder. Oder? Ja, das sehen wir ja immer wieder. Oh, was ist hier los? Stinkt ja wohl immer nach. Wieso will man die Küche nicht mehr? Dass das keiner mitnimmt. Ach, freudig, ey. Ihr könnt ja denken, hier liegt noch Leiche irgendwo. Naja, lass die doch. Wir sind hier oben. Heter. Zum Urfalten. Da ist jetzt nicht durch Zufall doch irgendwas drauf. Oh ne, was ist denn das hier? Das ist ja das richtige Pornozimmer hier. Hat sich hier abgespielt. Ja, hör auf, das ist hier der richtige. Die ganze Schwule im Porno. Nee, ich muss hier weg, ey. Hier wohnen auf jeden Fall auch alles so voll gemüllt. Ist ja alles mit Müll voll.
ob wir da langkommen. Schau mal gucken. Jo. Schauen wir mal. Aber ich hätte ja noch mal in das Gebäude hier rein geguckt, aber das scheint ja so vermüllt zu sein. Müssen wir gleich noch mal rauskundschaften, Alex. Die ganze Lage. Können wir irgendwo Löcher sehen. Wie ist er hier auch keiner? Und wieder das Spinnenweben.